Der Bruder sagt, was ist das Urteil über jemanden, der mit seinem Finger nach oben zeigt? Ist das von der Sunna, ist das nicht von der Sunna? Es gibt eine Überlieferung bei Abu Dawud von Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu arda, dass der Prophet sallam, zu ihm gesagt hat, Wahidillah. So, wenn man das mal macht, ist das kein Problem. Aber das Problem ist von unseren Geschwistern, dass wir eine Sache zur Regel gemacht haben. Wie Takbir. Wenn man sich freut, kann man Takbir machen. Aber was ist im Laufe der Zeit, entstanden? Takbir, Allahu Akbar, marra thaniya. Takbir, Allahu Akbar, marra thalitha. Takbir, Allahu Akbar. So, und das ist Sunna geworden bei den Leuten. Sunna bei den Leuten meine ich, nicht in unserer Religion. Ja? Aber wenn man sich freut und Takbir ruft, kein Problem. Zum Beispiel als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist von Al-Bukhari, als er gesagt hat, ihr werdet die Hälfte der Paradiesbewohner sein. Was haben die Sahaba gemacht? Sie sagten, fakabbarna. Dann haben wir Allahu Akbar gerufen. Warum? Weil sie eine schöne Botschaft bekommen haben. Deswegen ist das überhaupt kein Problem. Aber was macht eine Sache zu einer Bid'ah? Die Art und Weise. Die Art und Weise kann eine Sache zu einer Bid'ah machen. Obwohl diese Sache normalerweise im Koran bestätigt ist oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt ist. Ja, dhakir al-ashab, kum mutaaddiba.